Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, der 10. Folge des Ehrenwerk der Jugendabteilung des GSV Delitzsch. Heute haben wir einen Gast, wir haben es ja schon angekündigt. Der heutige Gast ist, bitte Trommelwirbel, Fabian Ronneburg. Hi. Hallo. Wir haben uns ein paar Fragen für dich vorbereitet. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Mal vielleicht erst zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du selber für einen Sport? Was hast du früher vielleicht mal für einen Sport gemacht? Und bist du jetzt noch im Verein aktiv? Ja, also mein Name ist Fabian Ronneburg. Die Verbindung zum GSVE besteht darin, dass ich Sportlehrer am Ehrenberg-Gymnasium hier in Delitzsch bin und ihr ja traditionell schon immer viele Sportler, Schüler von uns, bei euch dann die Sportler, im Verein habt. Historisch gewachsen ist ja tatsächlich der GSVE eigentlich mal angegliedert gewesen an das Gymnasium, da ja auch die Namensfindung her. Und deswegen besteht nun ja schon seit vielen, vielen Jahren da eine Zusammenarbeit, die wir ja nun seit letztem Jahr, glaube ich, auch mal schriftlich verankert haben und wo wir uns einfach mit vielen Sachen gegenseitig unterstützen und helfen. Ich persönlich bin seit 4 Jahren oder mein 4. Jahr jetzt hier Sportlehrer, bin, ja, das kann man schon, denke ich, ein bisschen stolz sagen, der Chef der Sportlehrer am Gymnasium. Genau, komme überhaupt nicht aus dem Volleyball ursprünglich, komme eigentlich gar nicht aus einer Ballsportart, bin von Haus aus Leichtathlet, das seit meinem 9. Lebensjahr. Bin tatsächlich auch immer noch in dem ursprünglichen Leichtathletikverein tätig, komme gebürtig aus Taura und bin dort im Leichtathletikclub Taura auch immer noch aktiv. Mittlerweile als Trainer und auch im Vorstand als Schatzmeister seit neuestem Sommer. Des Weiteren habe ich noch so eine kleine Funktion im Kreissportbund jetzt auch zeitnah erst übernommen. Bin also im lokalen Sport stark verankert. Und freue mich daher, dass ich zu so einem tollen Format, wie das hier entstanden ist, im Ehrenwerk, in diesem YouTube-Channel, eingeladen wurde. Genau. Nee, freut uns sehr. Das ist eine Person mit sehr viel Erfahrung im Sport. Als Leichtathlet hat man ja nicht so viel mit dem Ball zu tun. Wie ist deine Affinität zu Ballsportarten, speziell zum Volleyball? Also so stimmt das ja nicht ganz. Im Altersbereich U12 und bis zum U14 hoch ist der Schlagballwurf bzw. der Ballweitwurf tatsächlich noch fester Bestandteil des Mehrkampfformates. Und von daher sind wir nicht ganz balllos, um es mal vorsichtig zu formulieren. Außerdem werden unsere Bälle in der Leichtathletik dann einfach nur deutlich schwerer und wir nennen die dann Kugeln. Tatsächlich habe ich aber trotzdem schon immer eine kleine Ballaffinität. Also ich habe in meinem Studium dann auch das Handballspielen für mich entdeckt und habe dort auch vereinstechnisch auch in Taura 3 Jahre Handball gespielt. Nicht wirklich hochklassig, dafür aber mit vollster Hingabe. Ansonsten spiele ich freizeitmäßig, bin ich sportlich da ganz breit aufgestellt und wir hatten ja auch schon das Vergnügen, mal gemeinsam zu spielen. Du erinnerst dich vielleicht noch, erste Auflage Delitzsch Beached. Das All-Star-Team gegen die Betreuer, beziehungsweise in deinem Fall den Ausrichter. Und ich denke, so schlecht habe ich mich da gar nicht verkaufen können. Sehr erfolgreich. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, war das ein deutlicher Sieg. Ganz klar. Anders war das gar nicht zu erwarten. Wenn man sich jetzt so das Leichtathletiktraining anschaut, gab es da Bereiche, die dir besonders Spaß gemacht haben und welche, die dir nicht so viel Spaß gemacht haben, beziehungsweise welche wären es? Und am Volleyball... gibt es da irgendwas, was dir besonders viel Spaß macht? Was einem wenig Spaß macht, gibt es ja nicht. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. beantworte die Frage mal von hinten. Besonders die größte Herausforderung am Volleyball finde ich eigentlich den koordinativen Anspruch. Das ist, denke ich, auch die größte Herausforderung. Und das ist ja auch das, was man bei euch in den letzten Trainingseinheiten hier gesehen hat. Im digitalen Format, ihr arbeitet unheimlich viel koordinativ, um dort einfach eine gute Basis zu legen, um dann erfolgreich Volleyball spielen zu können. Natürlich gab es immer Bereiche, die mir mehr Spaß und weniger Spaß gemacht haben. Ich war zum Beispiel ein absoluter Ausdauermuffel. Also das ist, war meine größte Herausforderung, hat sich in meiner Lebenszeit jetzt deutlich gewandelt. Aber damals habe ich mich schon sehr, sehr quälen müssen. Besonders gerne, ja,
besonders gerne. Es gab mehrere Sachen. Ich war recht gut im Mehrkampf, sodass ich also auch viele technische Disziplinen parallel trainieren konnte und durfte. Meine Paradedisziplin, wenn man das so sagen darf, war der Kugelstoß und der Hürdenlauf. Weit auseinander eigentlich, aber ja, das waren so meine großen Steckenpferde. Wobei man sagen muss, fairerweise im Kugelstoßen hatte ich in Sachsen immer sehr, sehr schlechte Karten. Ich bin ein Jahrgang mit dem David Stroh, der ja nur nicht unerfolgreich in der Disziplin ist. Und das war er damals natürlich auch schon. Man sollte dazu aber mal anmerken, dass mit 14 Jahren noch mal schneller Hürden gerannt als ich. Und erst dann tatsächlich in seinen körperlichen Ausmaßen so gewachsen. Genau. Das mit Ausdauermuffel, ich denke, das trifft auf alle Volleyballer zu. Da ist es schon mal sehr ähnlich. Wenn wir jetzt mal weiter zum Volleyball gehen und sich die verschiedenen Positionen anschauen, die es gibt. Also Zuspieler, Mittelblock, Libero, ihr kennt sie ja alle. Wenn ihr hier dem Kanal schon länger folgt, beziehungsweise selber Volleyball spielt. Zu welcher Position würdest du dich da am meisten einordnen oder was wäre deine Aufgabe? Also da ich nicht das feinfühligste Händchen habe, wenn ich das so nach meinen Fähigkeiten einschätzen kann, denke ich, würde ich zum Diagonalangreifer tendieren. Das wäre sicher. Ich denke, da als Linkshänder ist man ja doch da in dem ein oder anderen Team gern gesehen. Als Linkshänder ideale Voraussetzung und mit deinen doch stattlichen Maßen beste Voraussetzung. Wenn du Lust hast, gerne im Training, wenn es wieder losgeht, kannst du dich gerne als Diagonalangreifer versuchen. Ja, danke für das Angebot. Ich denke drüber nach. Habe ich gelernt? Dumme Fragen immer live. Kann man nicht darauf antworten. Du hast ja zu Anfang gesagt, du bist Sportlehrer in Delitzsch tätig. Wie lange bist du schon in Delitzsch oder wie lange bist du überhaupt schon Lehrer? Und wie wichtig ist der Sport generell am Gymnasium in Delitzsch? Also ich bin jetzt mein viertes Jahr in Delitzsch Lehrer. Habe ein Jahr Referendariat vorher noch gemacht. Da war ich in Taucher am Gymnasium. Das heißt, Lehrer bin ich jetzt tatsächlich seit fast 5 Jahren. Der Sport am Gymnasium, der spielt eine wesentliche Rolle. Also man kann das schon so feststellen, dass das Portfolio am Gymnasium sehr breit gefächert ist. Man hat ja auch viele Bezüge zur Kunst, Podcast, also alles Mediale ist auch sehr präsent. Aber der Sport schon alleine durch das sportliche Profil, was wir ab Klassenstufe als schulspezifisches Profil anbieten, 8., 9., 10. Klasse und dann auch endend in dem schulspezifischen Kurs Ernährung und Fitness, das dann aufgeht, da merkt man schon, dass da sehr große Sportaffinität herrscht. Ich denke, das erkennt man ja auch, wer den ein oder anderen Erfolg in unseren Schaukästen schon mal wahrgenommen hat, kennt man auch daran. Also Jugend trainiert für Olympia ist eine Veranstaltungsreihe, die wir sehr, sehr gerne besuchen, die wir auch sehr, sehr vielseitig besuchen. Also da ist Volleyball immer in jeder Altersklasse dabei, da wohl sowohl Hallenvolleyball als auch dann die Beach-Variante im Sommer, die ja mit dem 4. Platz beim Bundesfinale als letzten großen Erfolg da ja auch da habt ihr ja auch einen riesen Anteil dran mit der U18 war das ja damals noch genau. Also da haben wir einen riesen Bezug, aber auch andere Sportarten spielen ja bei uns doch eine große Rolle hier lokal betrachtet, natürlich der Handball, den ihr ja auch in der Kooperation seid, in der Partnerschaft seid, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir haben, es ist ja eine Stadt, man versucht da doch auch mal zusammenzuarbeiten. Ich glaube in der letzten Folge haben wir sie auch explizit auch mal gegrüßt von hier, also auch nochmal hier. Schöne Grüße an die Handballer, wenn ihr das schaut, freut uns sehr. Genau, und genauso ist es aber auch noch in weiteren Sportarten, also der Fußball spielt natürlich immer eine Rolle, aber auch der Judo-Sport ist da uns ja zugewandt und dort sind wir also so vielfältig aufgestellt, dass der Sport da also wirklich eine immense Rolle mittlerweile bei unserem Gymnasium spielt. Kann man sich als Sportverein nur freuen, wenn die Kinder schon so gut ausgebildet und so breit ausgebildet dann hoffentlich zu uns in den Sportverein kommen. Ja, da habt ihr ja als Verein auch einen großen Anteil dran. Ganztagsangebote, die ja ganz viel auch von euch oder von euren Übungsleitern, Trainern durchgeführt werden. Und dann ist natürlich das ein beidseitiger Gewinn, natürlich auch ein Riesengewinn für den Unterricht. Du hast gesagt, du bist jetzt seit 5 Jahren Sportlehrer. Hattest du mal einen anderen Berufswunsch als Sportlehrer zu werden oder wieso bist du Sportlehrer geworden und was ist dein zweites oder vielleicht auch dein drittes Fach? Ich fange wieder von hinten an. Das geht immer leichter, das merkt man sich besser.
Ich habe tatsächlich ein zweites studiertes Fach, das ist Chemie. Also ich bin auch mit Leib und Seele Naturwissenschaftler. Unterrichte tatsächlich auch noch ein drittes Fach, das ist Informatik. Macht mir genauso Spaß, fehlt mir aber tatsächlich eigentlich die Ausbildung. Nichtsdestotrotz, man wächst an seinen Aufgaben und auch da habe ich mich ein bisschen gebildet und geschult, sodass das ganz gut funktioniert. In der Klassenstufe 7 und 8 bin ich da vorwiegend unterwegs. Ich hatte tatsächlich schon immer den Wunsch, Lehrer zu werden, muss ich ehrlicherweise gestehen. Habe mich in meiner Abiturzeit tatsächlich leider davon abbringen lassen. Hatte dann einen ganz kurzen Exkurs zu einem relativ ähnlichen Studiengang, Immobilienwirtschaft. Liegt nah. Auf jeden Fall. Genau. Das hat genau ein Semester gedauert, bis ich dann auf den Pfad wieder zurückgefunden habe. Meine Motivation, Sportlehrer zu werden, also ich bin schon immer sportbegeistert gewesen, habe dort auch schon immer viele Sachen ausprobiert und es ist auch, ja, ich sag mal, in unserem Sportverein üblich gewesen, dass wir als Große immer schon Trainingseinheiten unterstützt oder auch übernommen haben und das hat einfach Spaß gemacht, habe meine Übungsleiterlizenz auch seit meinem 16. Lebensjahr relativ schnell dann die ersten Lizenzstufen nachgemacht und ja, da hat man einfach gemerkt, das ist das, was einen Spaß macht und am Ende geht es darum, möglichst viele Kinder dafür zu begeistern, sich zu bewegen. Also mir geht es auch gar nicht darum, irgendeine Sportart jetzt primär im Vordergrund zu rücken, aber es geht einfach darum, die Bewegung, den Spaß an der Bewegung zu vermitteln und das muss man einfach vorleben und ich denke, ja, das ist so meine größte Motivation, Sportlehrer zu werden und Sportlehrer geworden zu sein. Ich bin das zum Glück. Für die Kinder ideal, wenn sie so ein Vorbild haben, der ihnen das so vorlebt. Was ist im Schulsport aktuell so das beliebteste, so klassische Ballsportarten wie Volleyball, Handball oder Trendsportarten? Ich kenne zum Beispiel Frisbee, Parkour. Was kommt da am besten an? Ah, das ist schwierig zu sagen. Also was auf jeden Fall nicht gut ankommt, ist der Landbereich Leichtathletik. Der ist bei den Schülern immer so im Kopf schon verankert. Das ist so eine große Angstgeschichte auch, wobei wir da auch immer wieder versuchen, neue Sachen mit reinzubringen. Aber im Großen und Ganzen ist das zum Beispiel einfach immer ein unbeliebter Bereich. Ballsportarten sind generell beliebt. Also wenn es um Bälle geht, da sind sie meistens doch recht motiviert. Deswegen haben wir als Fachschaft auch da einen neuen Weg versucht zu bestreiten, gerade in der Klassenstufe 5 und 6, weg von dem klassischen Sportartenkonzept, sondern mit einem Ballspielkomplex, wo man einfach gewisse Gemeinsamkeiten der Ballsportarten vereint und das mehr in den Vordergrund rückt und gar nicht so sehr auf die tatsächliche Technikverbindung aus ist. Das ist so, wo wir versuchen, wieder mal einen neuen Reiz zu bringen. Ansonsten sind die Trendsportarten tatsächlich noch modern. Wir haben ja immer den großen Vorteil, ich habe das ja schon mal bei einer vorherigen Frage gesagt, mit dem sportlichen Profil. Dort sind also diese Trendsportarten Parkour, Klassenstufe 8 zum Beispiel oder auch dann Frisbee auch in der 8, was aber jetzt auch zunehmend immer mal wieder mit in den normalen Sportunterricht einfließt. Das sind auch Sachen, die gerne angenommen werden. Gerade Frisbee ist da ja so ein Thema. Die einzige Sportart, die ohne Schiedsrichter auskommt. Schon alleine von der Seite her sehr interessant. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt immer wieder neue Kollegen, junge Kollegen dazu bekommen, die natürlich auch viele neue Ideen mitbringen. Nicht, dass ich jetzt schon zum alten Eisen gehöre, aber auch nach mir gab es den einen oder anderen schon, der einfach da neue Ideen mitbringt und neue Sportarten. Und da sind wir natürlich offen und die Schüler sind das auch und nehmen das gerne an. Es ist so schön, wenn es im Schulsport auch so Entwicklung gibt. Also für mich spreche Leichtathletik war, ja, Kugelstoßen, Ball weit werfen, hat Spaß gemacht. Die anderen Dinge eher weniger. Ja, auch da versuchen wir nach mehr oder weniger neue Konzepte. Und da gibt es ja auch neue Ideen in der Leichtathletik überhaupt, dass man da ein bisschen einen anderen Zugang bekommt. Genau. Also schön mit den Kindern, auch in der 5. und 6. Klasse. Allgemeine Ausbildung mit Ball ist unser Regionaltrainer, der auch bei euch an der Schule, aber auch in anderen Schulen unterwegs ist, der das da auch in Fokus rückt, dass man den Umgang mit Ball allgemein schult. Genau, das haben wir ja auch erst im Oktober erlebt in der Sportfestwoche. Oder Julian ja mit dabei, hat da verschiedene Turnierformen, verschiedene Spielformen entwickelt, mit den kleinen Klassen sogar die Sichtung durchgeführt. Und das ist auch super angekommen, also nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Kollegen, die einfach begeistert waren, vor allen Dingen die Nicht-Sportkollegen, mal zu sehen, was da eigentlich alles möglich ist. Ist etwas, was du dir manchmal von deinen Schülern wünschen würdest, vielleicht sowohl im Sportunterricht als auch in Chemie oder Informatik? Ja, das ist eine schwere Frage. Also grundlegend
muss man erstmal ein großes Lob an unsere Schülerschaft loswerden. Ich denke, wir haben viel Glück mit unseren Schülern und zum großen Teil ist die Motivation, die für mich immer ganz entscheidend ist, sehr groß. Für den Sport würde ich mir manchmal mehr Ehrgeiz wünschen. Also viele lassen sich gut motivieren, aber der ein oder andere, der könnte einfach an seinem eigenen Ehrgeiz wachsen. Und das gilt allgemein für die Schule. Ist natürlich immer schwer, wir kennen das ja selber noch, so lange ist es nicht her, Pubertät und ähnliche Phasen. Da sind einfach andere Sachen auch mal wichtig. Dafür hat, denke ich, auch jeder Verständnis. Aber nichtsdestotrotz sollte man trotzdem immer versuchen, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und ja, Ehrgeiz wäre das, was ich mir von dem einen oder anderen Schüler manchmal mehr wünschen würde. Da sind wir im Verein recht gut aufgestellt. Unsere Spieler, die kommen ja nur hierher, weil sie den Ehrgeiz haben, gut im Volleyball zu werden. Aber das denke ich auch, da gibt es den einen oder anderen, der an sich wachsen könnte. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, seit ja, jetzt knapp einem Jahr besteht auch eine Kooperation zwischen dem Gymnasium und dem GSVE. Wie könnte sich das noch weiterentwickeln? Gibt es da schon Pläne oder Ideen, wie das in Zukunft verstanden geht? Ja, tatsächlich sind wir ja die zwei, die das damals so wirklich tatsächlich bis zum Ende ins Rollen gebracht haben. Bedingt der Situation, denke ich, sind wir da, oder anders, knüpfen wir dort an, was wir tatsächlich erstmal vereinbart haben. Ne? Viele Sachen, über die wir gesprochen haben, auch Gestaltung zum Beispiel zu euren Heimspieltagen, das sind ja jetzt alle ein bisschen verpufft, sind erstmal auf Eis gelegt. Ich denke, da sollten wir erstmal weitermachen, dass wir das, was wir da so alles angedacht haben, also die Übereinkünfte mit den Ganztagsangeboten, vielleicht auch mal ein Auftritt der Big Band, solche Sachen, dass man auch hier eine Plattform hat, zu schauen, was können unsere Schüler oder eure Sportler auch, was leisten die noch in der Schule, welche Talente haben die noch, dass man sowas ein bisschen mit vorantreibt. Euer Anteil war sicher schon deutlich größer, den ihr uns gegenübergebracht habt. Unterstützt uns ja da auch von Anfang an und auch vor der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages schon mit personellen Kräften bei den Jugendtrainieren für Olympiafahrten oder eben auch, dass ihr den Daily Speech für die Schulen auch organisiert habt. Das sind ja alles Sachen, die da mit dazugehören, die man da nicht vergessen sollte. Und ich denke, wenn wir es schaffen, jetzt bei Normalisierung der Situation und eurem normalen Heimspielbetrieb etc. da auch als Schule das ein oder andere hier mit einzubringen, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Und was die Zukunft bringt, man merkt es ja auch an diesem Format hier, ihr sprüht ja quasi vor Ideen, das denke ich, da lassen wir uns einfach ein bisschen überraschen und schauen, was da so auf uns zukommt. Ja, wir hätten uns dieses Jahr gefreut, den ein oder andere Ganztagesangebot, Schulklasse etc. bei uns beim Heimspielen begrüßen zu dürfen. Aktuell spielen wir natürlich komplett ohne Zuschauer. Ist was Besonderes. Wir hätten da lieber ein bisschen mehr drumherum gemacht. Ich hoffe, die Jugendtrainiert-Veranstaltungen werden dieses Jahr noch irgendwann nachgeholt. Im letzten Jahr dann doch vielleicht etwas unglücklich, doch überraschend das Landesfinale gewonnen in der WK2. Genau so ist es, ja. Und dann einen Tag später erfahren, dass das Bundesfinale ausfällt, beziehungsweise verschoben wird, letztendlich dann doch leider ausgefallen ist. Genau. Ja, wir freuen uns, was die Zukunft noch bringt. Wir uns auch. Daily Speech ist wieder in der Planung. Nächstes Jahr soll es im Juni, Ende Juni wieder stattfinden. Und 12 Tage Jugendturniere sind erstmal eingeplant. Das klingt gut. Vielleicht bekommen wir nochmal die Möglichkeit, zusammen im Satz zu stehen. Das schneiden wir raus. Sind wir schon bei der letzten Frage unseres neuen Formats angekommen. Dir als unseren ersten Gast, vielleicht noch so als kleiner Abschluss. Was siehst du so als Gründe für Kinder, Mitglied in einem Sportverein zu werden? Also ich bin der Meinung, Ehrenamt und Vereinsarbeit ist ein wichtiger Pfeiler der Gesellschaft und sollte deswegen auch einen großen Fokus erleben. Die Mitgliedschaft in einem Verein bietet für mich mehrere Vorteile. Einerseits hat man die Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen, neue Leute kennenzulernen, da auch sich einfach zu wachsen, daran zu wachsen, auch persönlich dran zu wachsen. Die zweite Möglichkeit im Sportverein ist natürlich das Sporttreiben per se. Und seien wir mal ehrlich, für die Mitgliedsbeiträge, die die Vereine hier im Landkreis erheben, ist das ja ein Witz am Ende. Ne? Also da steht ja überhaupt nicht in Frage. Und man hat natürlich die Möglichkeit, darüber hinaus auch in seinem Verein zu wachsen.
Beginnend von der Jugend- oder Kinderabteilung, eben dann auch über den Erwachsenenbereich und dann natürlich auch lernt man hier oder kann man hier lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und ihr seid ja auch für mich ein absolutes Vorbild, wie ihr das immer wieder schafft, auch eure Kinder- und Jugendspieler zu den Heimspieltagen mit einzubinden, die auch dort in den Fokus zu rücken und denen auch einfach eine ganz andere Bühne zu geben. Ne? Anerkennung gehört dazu. Und das ist einfach unersetzlich. Also das kann kein Dienstleister bieten, was ja, der Verein oder das Ehrenamt da auch schaffen. Und von daher kann ich das nur jedem wärmstens empfehlen. Ist für mich auch eine Motivation, das in die Schule mitzunehmen. Wir haben also im sportlichen Profil auch seit diesem Jahr einen Lernbereich, das Ehrenamt. Und dort werden wir zum Beispiel einen Sportverein gründen. Sehr spannend dort, genau, das daran einfach mal gesehen werden kann, was da eigentlich alles dahinter steckt und wie so ein Sportverein arbeiten muss, damit das auch funktioniert. Na dann, erstmal danke für deine Zeit schon mal. Wir werden jetzt gleich anfangen mit den Übungseinheiten. Ihr kennt das schon. Für Fabian ist was Neues, aber er ist ja auch Sportler. Nachdem wir jetzt ein paar Dinge über dich und über die Zusammenarbeit zwischen Verein und Schule erfahren haben, wollen wir jetzt natürlich auch noch ein Training machen. Fabian hat uns noch 10 Trainingsübungen mitgebracht. Was er genau machen wird, erzählt euch gleich. Wir beginnen erstmal das Training. Ehrenwerk! Ja, 10 Übungen habe ich mitgebracht. Der ein oder andere, der mich aus dem Unterricht auch kennt, weiß, ich habe ein Lieblingssportgerät. Das kann man allzeit benutzen und das würde ich ganz gerne einfach mal einfliegen lassen. Es ist das Springseil. Für viele ein Graus, aber ich denke, wir finden heute 3-4 Übungen, die jeder damit vernünftig machen kann. Wir werden uns also bei der Hälfte der Übung damit schnell bewegen und bei der anderen Hälfte werden wir, so hat mir das Bene und auch Julian verraten, einen ganz wichtigen Part noch zusammen bestreiten, den kein Volleyballer gerne mag, nämlich die Dehnung. Als erste Aufgabe, wir fangen ganz locker an. Wir wollen einfach springen und zwar 50 Durchschläge springen wir beidbeinig. Ihr könnt auch, wenn ihr da Probleme habt, erstmal mit einem Zwischenhopser beginnen und dann ohne Zwischenhopser weiterspringen. Also 50 Durchschläge. Da kann man nebenbei auch ein bisschen erzählen, sollte aber das Zählen nicht vergessen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es noch 5, 4, 3, 2 und fertig. So, das Springseil eignet sich übrigens auch für alle angehenden Übungsleiter wunderbar, um sich zu erwärmen. In kurzer Zeit kriegt man den Puls schön hoch, die Muskulatur schön warm. Das klappt immer sehr schön damit. Die zweite Übung ist koordinativ noch ein bisschen anspruchsvoller. Was wir vorwärts können, das müssen wir auch immer rückwärts können, ist meine Devise. Deswegen versuchen wir 20 Durchschläge rückwärts zu schaffen. Man kann auch ruhig mal hängen bleiben. Oder zweimal. Genau. Damit habt ihr die zweite Übung dann auch schon hinter euch gebracht und könnt ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Nachdem ihr kurz verschnauft habt, wollen wir weitermachen mit einbeinigen Sprüngen. Wir versuchen jetzt 50 Durchschläge einbeinig. Und zwar springen wir immer mit dem linken Fuß 5 und dann gleich nahtlos mit dem rechten Fuß 5. Und wechseln das ab, bis wir alle 50 geschafft haben. Los geht's! So, für die vierte Übung erfordert es einfach ein bisschen Übung, deswegen seid da nicht traurig, wenn das nicht gleich klappt. Probiert es einfach weiter. Wir wollen versuchen, Doppeldurchschläge zu springen. Und wichtig bei den Doppeldurchschlägen ist, danach einfach weiter zu springen. Erst locker, weitbeinig, möglichst gut einspringen. Und dann versuchen wir, zweimal durchzuschlagen und nur einmal abzuspringen. Immer so. So sieht es aus, wenn es nicht klappt. Versuchen wir nochmal.
Lasst euch Zeit, macht zwischendurch Pausen, probiert es in Ruhe aus und dann werdet ihr sehen, dass das mit etwas Übung recht gut und schnell funktioniert. Die fünfte Übung, dazu setzen wir uns einfach mal hin. Wir nehmen das Seil ein bisschen kurz hier, so doppelt. Ich habe es auch ein bisschen um die Hand geschnürt, damit es nicht allzu lang ist. Drin macht sich das immer nicht so gut. Und wir schwingen das Seil über dem Kopf und zwar so, dass das Seil von unserer, bei mir die linke Hand, weil ich Linkshänder bin, von der linken Seite zuerst zu den Füßen geht. Für die Rechtshänder, die würden das Ganze also andersrum drehen lassen. Für die Linkshänder zum Merken mit dem Uhrzeigersinn, für die Rechtshänder gegen Uhrzeigersinn. Und dann versuchen wir einfach mal 10 Durchschläge im Sitzen zu schaffen. Das heißt, wir durchkreisen das Seil unter unserem Körper. Wichtig dafür, Körperspannung. Ihr müsst versuchen, den Rumpf ordentlich anzuspannen und dann kann man da auch vernünftig drüber springen. Viel Spaß beim Üben. Gut, die zweiten 5 Übungen sind heute nicht ganz so dynamisch, sondern wir wollen hier die Dehnung ein bisschen in den Vordergrund rücken. Auch wenn das nicht sehr beliebt ist, ist es aber trotzdem gerade als Verletzungsprophylaxe sehr, sehr wichtig. Und auch im Volleyball braucht man ja mit weiten Ausfallschritten etc. auch eine gute Beweglichkeit, um gewisse Bälle zu erreichen. Erste Aufgabe, wir nehmen das Seil doppelt und nochmal doppelt. Für den geübten Mathematiker unter euch fällt einmal auf, dass das geviertelt heißt. Dann hängen wir uns das Seil hier hinten unter dem Fuß. Knie bleiben zusammen. Wir ziehen das Seil möglichst nah an das Gesäß. Wir suchen uns einen fixen Punkt, auf den wir schauen, dass wir nicht umfallen. Und dann halten wir das Ganze und zählen dabei ruhig bis 20. Macht das schön in Ruhe. Das sollte die vordere Oberschenkelmuskulatur ordentlich dehnen. 3, 2, 1. Und dann wechseln wir die Seite. Passt bitte auf, dass das Seil dabei nicht in das Gelenk rutscht. Das ist nicht gut für euer Blutzufuhr im Fuß. Und auch da 20 Sekunden halten. Für die nächste Übung stellen wir uns mit unseren Füßen zusammen, führen das Seil unter den Fuß, Vorfüßen lang, lassen das schön zusammen. Und da ich weiß, dass viele bei euch schon das Problem haben, überhaupt ein Stückchen Richtung Füße runterzukommen, nehmen wir dazu das Seil als Hilfe. Wichtig ist, wir drücken die Knie ordentlich durch, versuchen den Rücken ein bisschen gerade zu machen und dann ziehen wir uns am Seil so weit wir können nach unten. Immer weiter und vielleicht gelingt es euch, die Fußspitzen zu erreichen oder gar den Fußboden. Auch hier versuchen bis 15 oder 20 zu zählen, dass der entsprechende Dehneffekt auch eintritt. Und dann bitte langsam wieder lösen. Oben kommen. Tief durchatmen. Für die nächste Übung gehen wir in den Sitz. Wir strecken die Beine weit nach vorne, ähnlich wie die Übung gerade eben, um erstmal hier am Boden reinzukommen. Unser Seil ist immer noch geviertelt. Wir schlingen es um die Fußspitzen. Knie sind schön durchgedrückt, Füße und das Gesäß richtig auf den Boden drücken. Nase Richtung Knie und dann versuchen wir uns so weit wie möglich nach vorne zu ziehen. Auch hier wieder ruhig bis 15 oder sogar 20 zählen. Schön in Ruhe das Ganze. Fußspitzen richtig schön zu euch ranziehen. Ihr seht schon hier meine Schuhe, die kippen auch ein bisschen nach innen. Das ist gar nicht wild. Am besten ist, ihr macht das gleich ohne Schuhe. Und dann auch hier wieder ganz langsam lösen. Wir bleiben auf dem Boden sitzen, nehmen unser Seil, strecken uns, versuchen wirklich im geraden Rücken zu sitzen. Und jetzt geht's einmal nach rechts, so weit wie es geht. Auch hier wieder halten, halten, halten. Versucht den Kopf in der Körperachse des Oberkörpers zu lassen. Schön zur Seite runter. Langsam zur Mitte zurück. Und zur anderen Seite. Zählt wieder bis 15 am besten. Und zum Abschluss wieder ganz langsam zurück und ruhig die Schultern mal ein bisschen kreisen zum Lockern. Okay, nach so viel Anstrengung bleiben wir also weiter auf dem Boden. Wir legen uns auf den Rücken, nehmen das eine Bein gewinkelt ran, nehmen unser kurzes Seil unterhalb des Fußes und
und ziehen das Knie richtig weit zur Brust, so weit wie es geht. Achtet dabei darauf, dass das gestreckte Bein am Boden bleibt. Und wenn ich jetzt zu Ende gesprochen habe, dann lege ich auch meinen Rücken vollständig auf, den Kopf auf. Und dann versuchen wir, das Bein so nah wie möglich anzuziehen. Ihr merkt hier ein Ziehen im Gesäß. Und auch hier wieder 15 bis 20 Sekunden halten, je nachdem, wie schnell ihr zählt. Langsam lösen. Die zweite Seite wieder ordentlich ablegen und dann ziehen wir das Bein so weit wir können ran. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, für unsere letzte Übung brauchen wir das Seil nur als Hilfsmittel. Wir nehmen die Schuhsohlen oder Fußsohlen möglichst nah ran und dann können wir uns mit unserem Seil hier die Füße möglichst nah ans Gesäß ranziehen. Wir können das auch so ein bisschen festhalten. Schultern schön zurück und dann versuchen wir, die Knie so weit wie möglich zum Boden zu drücken. Auch hier wieder 15 bis 20 Sekunden halten. Ihr seht, ich nehme meine Ellenbogen so ein bisschen als Druckmittel gegen meine Beine. Ist übrigens ganz wichtig, Abduktor, Adduktor zu dehnen, gerade wenn man so eine Schnellkraftsportart wie den Volleyball mit den vielen Richtungswechseln hat, kann man hier gut Verletzungen vorbeugen. Und noch 5, 3, 2, 1 und lösen. An der Stelle sei noch ein Hinweis gestattet, falls ihr zu Hause keins von diesen wunderbaren, neumodischen und modernen Springseilen habt, dann könnt ihr mich gerne in der Schule ansprechen, für diejenigen, die bei uns die Schule besuchen. Dann könnt ihr euch gerne eins ausleihen, sodass ihr das auch zu Hause regelmäßig üben könnt. Eure Trainer freuen sich bestimmt, wenn ihr danach fit im Seil springen seid. Schau mal, Dankeschön, dass du heute da warst und die 10 Übungen mitgebracht hast. Für die Zuschauer haben wir jetzt noch ein kleines Gewinnspiel. Morgen ist ja Nikolaus, deshalb haben wir uns gedacht, verlosen wir etwas. Wir haben zum einen einen Mini-Volleyball, eine GSVE-Mütze und eine GSVE-Fantasse, was uns von InnerTrend zur Verfügung gestellt wurde, um an euch zu verlosen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr schreibt bitte in die Kommentare unter dem Video, was euch am GSVE Delitzsch besonders gut gefällt. Unter den Teilnehmerkommentaren werden wir dann in einem kurzen Video unsere 3 Gewinner auslosen. Und ja, dann könnt ihr uns gerne anschreiben und euch bei uns melden und wir lassen euch die Sache zukommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal riesengroßen Dankeschön an dich, dass du heute die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein durfte. So ein cooles Format kann man an der Stelle auch nur unterstützen. Dankeschön. Ich hoffe, wir werden es weiter fortführen, auch wenn wir am liebsten natürlich mit euch in der Halle stehen würden zum Trainieren. Wir beenden das. Ehrenwerk! Und wenn euch der Kanal gefällt, würde es uns freuen, wenn ihr ihn abonniert. Wenn euch das Video besonders gefallen hat, lasst ihn auch noch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß!